Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Schönen guten Morgen aus Batumi. Ich hoffe, es ist mein letzter Morgen, den ich hier verbringe. Ich sitze schon im Auto und fahre an die Grenze nach Sapi. Die ist ungefähr 15 bis 20 Kilometer nur entfernt. Also es ist nicht weit, circa laut Google Maps 25 Minuten weg. Und ich versuche mein Glück. Wim und ich heute in die Türkei. Wir wollen es mal hoffen, dass das funktioniert, dass sie uns reinlassen und es keine Probleme gibt und wir nicht auf Plan B ausweichen müssen. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was passieren wird. Die Ausreise. Die Ausreise und dann auch die Einreise, vor allen Dingen in die Türkei. Auch auf den Grenzübergang bin ich gespannt. Dann haben wir mal bei Google Maps reingezoomt. Der ist ja relativ groß, viele LKWs. Also, wie gesagt, es wird jetzt interessant und Next Level Adventure, würde ich sagen. Ja. Lassen wir es uns angehen. Ich bin positiv gestimmt, gehe mit positiver Energie rein und will hoffen, dass das alles funktioniert.
Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück von der türkischen Grenze nach Batumi. Die Türkei hat Wim nicht einreisen lassen. Und zwar habe ich zwar wohl alles mitgehabt. Das Einzige ist, mein Apostel sagt, er wäre nur gültig, wenn ich in Armenien wohnhaft wäre. Das habe ich ihm versucht zu erklären, dem Polizeidirektor oder Zolldirektor. Aber das hat er irgendwie nicht so ganz verstehen wollen. Er sagt nur, es seien ihre Gesetze und ich müsse da wohnhaft sein. Deswegen könne ich nicht, oder Wim kann deswegen nicht einreisen. Das Ganze hat gute zweieinhalb, drei Stunden gedauert. Ich hatte dann noch ein paar Schlepper dabei, die mir gesagt haben, ja, alles kein Problem, das machen wir klären das. Geklärt hatte ich dann, auch nachdem ich dem Polizeidirektor ja gesagt hatte, ich bin ja nicht wohnhaft in Armenien, sonst wäre das Auto ja auch auf mich zugelassen, dass er gesagt hat, für 6.000 türkische Lira könnte ich einen Polizeibeamten an die Seite bestellt bekommen, der mit mir im Auto bis nach Griechenland an die Grenze fährt. Also ich sage, ja, ist ja schon mal schön und gut. Aber wie funktioniert es denn nachts mit dem Übernachten? Weil ich kann ja nicht in einem Tag von der einen Seite auf die andere Seite der Türkei fahren. Ich brauche ja 5, 6 Tage, sprich auch Übernachtung. Wie das dann mit dem Polizisten wäre, konnte er mir nicht beantworten. Er meinte dann, ja, im Auto schlafen. Es ist auch nett für seinen Kollegen. Wie gesagt, die Schlepper boten mir dann auch nochmal sowas in der Art an für 750 bis 900 Dollar. Also, ja, und dann habe ich irgendwie nichts richtig Offizielles und ach, was weiß ich. Und Spaß macht es ja dann auch keinen. Ergo fahre ich jetzt wieder zurück nach Batumi. Ich habe ja noch meine Unterkunft bis Sonntag gebucht. Ich muss dann noch eine Nacht erweitern oder verlängern. Und ja, werde dann, ich glaube nach Burgas heißt es, oder ja, Burgas in Bulgarien mit dem Schiff fahren, mit der Fähre. Die fährt nächsten Montag los. Geht dann wohl 3 Tage, 3 Nächte, 4 Tage über das Schwarze Meer bis nach Bulgarien. Und wenn ich dort anlande, hoffe ich doch, ja, dass es ein bisschen einfacher mit der Einreise wird, auch mit Wim. Aber okay, das ist nächste Woche. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt geht es erstmal wieder nach Hause. Und ja, danach was lecker essen und dann klären wir das mit der Fährgesellschaft. Was erwartet dich in der Folge 16? Nachdem die Türkei Wim nicht einreisen lassen hat, muss ich hoffen, dass Plan B zu organisieren ist. Sollte meine Reise hier am Schwarzen Meer schon enden und ich wieder zurück nach Jerewan fahren? Oder begleitest du mich 3 Tage über das Schwarze Meer von Batumi nach Burgas in Bulgarien? Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.